Hallöchen Puppelchen und herzlich willkommen zurück zu Need for Speed Most Wanted. Wir haben heute Samstag den 12. Februar, wohlgemerkt. Ja, lang ist es her seit der letzten Aufnahme. Es tut mich auch sorry, aber die Lust muss da sein für ein Spiel und die Lust auf Need for Speed Most Wanted war nicht da, beziehungsweise ich habe einfach viel zu viel um die Ohren gehabt in letzter Zeit. Ist ja jetzt auch egal. Karrierefortschritt 95%, Kopfgeld 10 Millionen, Geld 164.000, Wagen ohne Ende vorhanden, Blacklist, brauchen nur noch Meilensteine zu erreichen. Hallo Jamal, möchtest du mitspielen? Mein kleiner Schnuffelpuffel. Ja, ich glaube, ich habe Jamal geweckt. Naja, egal, kann passieren. Wir müssen noch 3 Meilensteine erreichen. Das ist einmal Rammen in einer Verfolgung, 35 Polizeiwagen und Pflicht, um den Meilenstein zu erreichen. Erreiche ich in einer einzigen Verfolgung ein Kopfgeld von 850.000. Und natürlich lasse ich in eine 13-minütige Verfolgung verwickeln. Dann komme ich schließlich, um den Meilenstein zu erreichen. Ich würde sagen, wir machen alles 3 zusammen. Was ist los, Jamal? Was ist los, mein Kleiner? Rede ich dir wieder zu laut? Oh, tut mir aber leid. Ich leiser reden. Ja Leute, jetzt muss ich etwas leiser reden, weil Jamal mag das anscheinend gerade nicht. Upsala, falsche Tasse. Dass ich hier so wow und so super schnell und so fahre und rede und so weiter und so fort. Und wir sind mit unserem Moment. So, da bin ich auch schon wieder. Ja, Jamal wollte auf den Schoß, jetzt ist er auf den Schoß, jetzt guckt damit zu, wie wir hier die Polizeiwagen rammen. Upsala, das tut mir aber leid. Ja, es ist viel geschehen in den letzten paar Wochen, Monaten, Jahren und so weiter und so fort. Unter anderem... Oh, fangen wir einfach von vorne an. Ich bin jetzt... Oh, ich bin auf Entkommen, das ist schon mal das Schlimmste überhaupt. Weil Stufe 2 und ich fahre hier mit meinem wunderschönen, super, überschnellen Fiat rum und die kriegen es mal wieder nicht gebacken, irgendwie daher zu kommen. Und jetzt richte ich gerade noch ein bisschen mein Headset, weswegen ich einfach mal so ein bisschen voll Wand fahre. Fangen wir einfach von vorn. Ah, da vorne ist Polizeiwagen. Kann ich jetzt endlich anfangen zu schnackeln oder müssen wir uns erst noch mal ein bisschen auf die Polizei konzentrieren? Super Mega-Flug und da ist irgendwo die Polizei. Da ist er auch schon. Hey, wir haben sie wieder gefunden. Merkst du schon, ich habe verdammt gute Laune. Ich habe auch verdammt viel Lust auf das Spiel. Ich weiß noch nicht, ob ich das heute komplett aufnehme. Aber es ist sehr wahrscheinlich. Und nicht wundern, dass ich alles hier gerade mitnehme. Ich muss mir auch jetzt wieder warm fahren. Ist ja ein paar Tage her. Und zusätzlich dazu möchte ich hier natürlich dann auch direkt mal so ein bisschen vielleicht alles erledigen. Und nicht nur so ein Teil davon, von den Meilensteinen. So, jetzt fangen wir endlich mal wieder von vorne an. Das heißt, wir gehen auf Start. Lass uns... Nein, wir müssen uns natürlich nicht zurücksetzen, sondern... Arbeitsamt. Fangen wir erstmal damit an. Arbeitsamt hat mich jetzt in Jugend für Arbeit gesteckt. Das ist für Leute bis 25 Jahre geeignet, beziehungsweise gedacht. Ist wie eine interne Arbeitsvermittlung, nur halt vom Arbeitsamt gesponsert. Und die junge, etwas ältere Dame, die mich da betreut, ist sehr nett, sehr offen, sehr aufgeschlossen. Hat sich das Ganze sogar hier bei YouTube angeguckt. Also weiß sogar, was ich hier mache, weil sie mal gefragt hat, was ist denn das, ne? Wovon reden sie denn da eigentlich? Und meinte auch, ja, machen sie das doch beruflich. Ich meine, ja, aber wie soll man das hinkriegen, ne? Weil wir sind ja leider Gottes in einer rechtlichen Grauzone und das Einzige, worüber man Geld verdienen kann, ist derzeit über die Werbung. Denn die Publisher sagen dazu derzeit nicht unbedingt, nee, wollen wir nicht. Ja, das sagen sie zum Teil. Ich habe auch schon ein, zwei angeschrieben. Ja, es sind gemischte Gefühle bei denen. Naja, kann man nichts machen. Man will ja auch seine ehrlich persönliche eigene Meinung reinbringen in das Spiel und sagen dürfen, was man will. Deswegen sollte man das vielleicht auch gar nicht hauptberuflich machen, sondern als Hobby wirklich. Weil wenn man dafür bezahlt werden würde, hier das zu machen, glaube ich, dann würde man das Spiel himmelhoch loben, obwohl es gar nicht so gut ist. Ne? Und das finde ich dann besser, wenn ich dann meine eigenen persönlichen Gefühle bzw. so meine Eindrücke mit reinbringen kann. Ja. Zusätzlich dazu habe ich jetzt so ein kleines süßes Schweinchen-Hündchen. Nein, ich habe ein kleines Hündchen, nämlich Jamal, der gehört jetzt mir. Ja, deswegen sitzt er hier gerade in meinem Rücken. Ja. Wollt ihr vielleicht aufhören, mir zu entkommen? Das wäre ganz nett. Sonst stehe ich gleich wieder aufkommen, nur weil ihr mir entkommt. Ach, ich liebe die Polizei manchmal einfach dafür, dass sie so präsig ist. Ja, Fahrzeug entdeckt, ist wohl eher andersrum. Ich habe euch entdeckt.
Warum bremst du jetzt mit einmal? Ist doch uncool. Ja, ja, klar. Jetzt kriegt er mich wahrscheinlich noch, weil ich euch hinterhergefahren bin. So, ja. Bedingt dadurch, dass ich natürlich jetzt Jamal hier habe, ist das alles sowieso etwas schwieriger geworden, auch mit Aufnehmen technisch und so. Wobei man nicht sagen muss, es ist schwieriger geworden, sondern ich möchte halt eben, ja, ihr sollt in Aufnahmen Jamal nicht unbedingt hören dauerhaft, wenn er rumquietscht oder so ein Blödsinn. Und deswegen komme ich auch zu weniger Aufnahmen, was ich so aufnehmen möchte. Oh, da ist ja wieder einer, schön. Zusätzlich dazu sind jetzt die Einnahmen vom Dezember überwiesen worden, von GPS. Und die Einnahmen sind auch schon komplett wieder ausgegeben. Sind komplett in neue Hardware gegangen. Findet ihr bei mir auf der Homepage, bei der Amazon-Wunschliste. Könnt ihr reingucken. Die Sachen, die da stehen, habe ich mir... Upsala. Bestellt. Die sind unterwegs. Und die kommen die Tage an, dann werden die eingebaut und dann geht das los. Es wird natürlich ein Unboxing und ein Einbau-Video geben. Ich weiß nicht, ob ich das zusammenbaue, also zusammenpacke. Aber ja, das wird es auf jeden Fall geben. Ich werde, kann ich jetzt schon mal versprechen, keine Fragen dazu beantworten, wie man irgendwelche Hardware einbaut oder sonstiges. Weil entweder man kann es selbst oder man lässt es dann lieber machen. Weil, oder man guckt sich einfach andere Videos an. Es gibt 100 Milliarden Videos, wie man Hardware einbaut. Das ist auch nicht so wirklich schwer. Naja, egal. Des Weiteren stehen wir mal wieder auf Flucht, was ich eben gerade nicht ganz so prickelnd finde. Weil ich hier auch gerade keine Polizei mal wieder sehe. Ihr müsst mich gehen lassen. Ja, nein, ihr sollt mich aber nicht gehen lassen. Dann habe ich hier wieder so eine schöne Aufnahme, wo nichts gelaufen ist. Warum? Weil ihr immer wieder flüchtet von mir. Nicht andersrum. Egal, wenn, dann gehe ich nochmal mit Stufe 3 in die Verfolgung rein und stelle mich bei Stufe 5 halt eben an. Auch gut. Ja, des Weiteren, die Homepage befindet sich derzeit im Umbau, wie auch vielleicht schon aufgefallen ist. Es gibt ein zusätzliches Rating-System. Man kann die einzelnen Beiträge jetzt bewerten. Also alles, was so geschrieben wurde, zum Großteil mittlerweile schon eingebunden. Wir sind natürlich entkommen, wie sollte es auch anders sein? Polizei, natürlich entkommen ist. Warum frage ich eigentlich? Oh, fangen wir das Ganze wieder von vorne an. Hallo und herzlich willkommen zu den Infos Before Slide. Lass mal das. Ja, des Weiteren plane ich, dass demnächst dann... Ich habe ja derzeit eine Review-Sektion aufgemacht, weil mich schon Legacy so begeistert hat. Da plane ich, dass ihr dann eigene Reviews posten könnt. Das heißt, ihr schaltet die dann da rein und ich schalte die dann frei. Ich lese die dann durch und so weiter. Da könnt ihr mir ja das Feedback mal hier drunter geben unter das Video, was ihr davon haltet, wie ihr die Idee findet, ob ihr das überhaupt wollt, ob ihr da mitmachen würdet. Reviews dann natürlich zu Kinofilmen oder zu Spielen, zu Filmen im Allgemeinen, zu Serien. Alles ganz egal, Hauptsache Reviews ohne Ende, vielleicht dann auch mit eigenen Videos von euch oder ähnlichen vergleichbaren, schönen, tollen Bildern und so weiter und so fort. Also man kann da sehr viel mitmachen. Dazu werde ich dann, denke ich mal, auch ein Tutorial schreiben, wie man das da macht, beziehungsweise ein Tutorial-Video machen. Ich kann jetzt schon mal sagen, es werden nicht alle, die auch sich dafür da melden, den Reporter-Status kriegen. Sage ich jetzt mal, ich nenne es mal Reporter-Status. Weil ich muss die... ich muss die Leute natürlich dazu ernennen, also die kriegen einen neuen Rang im User-System, der nimmt sich dann Reporter. Oder halt eben Schreiberlink oder keine Ahnung, wie ich den nenne. Lasst euch da einfach überraschen und die Leute muss ich natürlich dazu ernennen. Vorher können die keine Beiträge posten. Ja, somit kann ich dann natürlich auch so ein bisschen vermeiden, dass dann jetzt, sagen wir mal, ein 8-Jähriger ankommt und ein Review abgeben möchte, wo dann das in, ja, ich sag jetzt mal, im kindlichen Gemüt geschrieben wurde. Ich weiß nicht, dass jetzt 8-Jährige das nicht machen können, aber ihr wisst, denke ich mal, was ich meine. Es sollte schon eine gewisse Reife vorhanden sein, damit man das auch vernünftig lesen kann. Ja, man muss dann auch auf einzelne Aspektpunkte eingehen und sowas. Zum Beispiel jetzt, weiß ich nicht, beim Spiel, Effekte, Grafik, Einstellungsmöglichkeiten, vielleicht sogar Aufnahmefähigkeit oder. Also, ja, also man kann ja da so viel bewerten bei einem Spiel oder auch bei einem Film kann man so viel bewerten. Also ne, ihr wisst, was ich meine, denke ich mal. Ja, das sind so jetzt die Pläne, die ich auf jeden Fall in der nächsten Zeit habe, beziehungsweise nach und nach jetzt umsetze. Die Playlisten werden wieder weitergeführt. Die Projekte-Seite auf der Homepage ist derzeit auch im Umbau. Da könnt ihr mal draufklicken. Wenn ihr nur auf Projekte klickt,
Ja, so wird das eventuell demnächst aussehen. Könnt ihr mir ja auch mal die Meinung unter dem Beitrag posten. Ja, das Kommentarsystem wurde auch komplett neu gemacht auf der Homepage. Ihr könnt euch einloggen. Wenn ihr euch eingeloggt habt, könnt ihr euch auch ein eigenes Bild geben. Und das wird dann auch in den Kommentaren angezeigt. Nur eingeloggte User können Kommentare schreiben. Muss man natürlich keinen Unfug mit euren Daten oder sonstigen. Aber ich denke mal, das wisst ihr auch. Hoffe ich. Denke ich mir mal so. Wir stehen schon wieder auf entkommen. Warum steht man nicht? Ich will nicht immer auf entkommen stehen. Stufe 4 und ich stehe wieder auf entkommen. Was ist denn das für eine Ratze hier? Es ist zum Kotzen. Jetzt nehmen wir alle Autos hier wieder mit, damit wir als Fahrerflucht gelten oder so, weil das wurde mir mal als Tipp gesagt. Ne, nimm ein paar Autos mit, dann suchen die oder dann schicken die da Polizeiwagen hin, die finden dich dann eventuell auch, wenn du laut genug schreist und danach bettelst, dass hier irgendwie mal Polizeiwagen auftauchen. Oh, es ist herrlich. Ja, des Weiteren gibt es auch, ja, im Allgemeinen, auf der Homepage habe ich einen Newsartikel verfasst, was ich gerade mit dem Projekt...